Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Training Video auf meinem Kanal und GG an alle, die auf mich gehört haben. Die Informs, die sind wirklich explodiert, muss man sagen. Die könnt ihr jetzt auscashen, wer die investiert hat, wie ich es empfohlen habe. Wir gehen mal die Preise durch, das ist wirklich unfassbar. Gravenberg 3000 Münzen gewinnen, wie gesagt, haut die auf jeden Fall weg. Er hier 5000 Münzen gewinnen, Chesney auch 5000 gewinnen, Cash 6000 gewinnen sogar. Ginter über 10.000 gewinnen, den habe ich gesagt, für 23k, 24k könnt ihr all in gehen, der war unfassbar günstig, unfassbar, dass er jetzt so krass gestiegen ist, das ist wirklich heftig. Krivo war bei 19.000, der war zwischenzeitlich auch über 30.000, ich glaube, das ist jetzt ein kurzer Undercut, also der sollte eh eigentlich bei 28, 29k sein. Parejo war bei 24.000, auch 10.000 mit ihm gemacht. Ferran Torres, Hernandez, ja, Forsberg, die sind auch so 5.000, 6.000 Münzen nach oben gegangen. 5.000 ungefähr, die waren bei 12.500. Ja, 5.000 Gewinn schmeckt auf jeden Fall auch bei ihm. Osimhen, stimmt der Preis auch nicht. Wir können ja mal drauf gehen als Beispiel, dass ihr seht. Ja, da steht jetzt zwar 20k, aber der kostet im Endeffekt 24k. Und auch der war bei 17.000. Ne? Ist auch unfassbare über 6.000 Münzen Gewinn mit einem Osimhen. Also wenn ihr hier neu seid, nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da, gebt einen Daumen nach oben, dann macht ihr hier Millionen Coins. Und hier nochmal die Preise, die ich euch empfohlen habe. Und ihr seht das hier, die waren wirklich bei diesen Preisen. Hier ein Grafenberg habe ich euch für 11k empfohlen. Ein Cash war sogar bei 11k, ich dachte gerade 12k, der war sogar bei 11k. Kann aber auch sein, dass er bei 11,5 war. Der steht jetzt bei 17, 18k. Also ihr seht, dass ihr unfassbare Preise hier erzielt. Ginter, also wir haben bei jeder Karte so viele tausende Coins Gewinn gemacht. Ich hoffe, ihr habt rein investiert. Da habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht, Freunde. Und ihr könnt auch gerne dem Discord joinen. Erster Link der Videobeschreibung, könnt ihr sehr, sehr gerne reinkommen. Zudem würde ich mich noch freuen, Freunde, wenn ihr natürlich noch Instagram abcheckt. Auch hier lade ich öfters den ein oder anderen Trading-Tipp hoch. Könnt ihr sehr, sehr gerne auschecken. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr korrekt. Und auch gerne ein Abo dalassen auf Insta. Ja, Freunde, zudem haben wir gestern natürlich noch dieses Player-Pick-Ding da bekommen. Da habe ich einmal Trapp und einmal Tolisso bekommen. Tolisso eigentlich sogar eine nice Karte, muss man sagen. Dadurch, dass Bayern auch noch sehr weit kommen kann, könnte das auf jeden Fall noch das ein oder andere Upgrade für ihn geben. Ja, das ist gerade mein Aufgabenteam für die Silberaufgabe. Da könnt ihr sogar drei in einem machen in Squad-Battles. Wenn ihr aus zweiter englischen Liga Silberspieler nutzt, ich habe ja hier keinen Torhüter. Und ihr könnt auch noch, so mache ich das, in Squad Battles gegen das Team der Woche spielen. Da sind 11 Torhüter drin. Also die können dann nicht viel. Ihr werdet easy gewinnen. Also ich habe bis jetzt jedes Spiel gewonnen, wo ich mit denen gespielt habe. 4 Games, 4 Siege. Könnt ihr auf jeden Fall so machen, Freunde. Da könnt ihr ja eine Halbzeit 3, 4 Tore machen und dann legt die Controller weg. Ja, sicherheitshalber könnt ihr natürlich 5, 6 Tore machen. Ich glaube, das Höchste, was die in einer Halbzeit gegen mich geschafft sind, sind 3 oder 4 Tore gewesen. Die haben manchmal nur 2 geschafft, aber ich glaube, 3 oder 4 Tore haben die geschafft meistens. Das nochmal so für die, die das vielleicht erspielen wollen. Wir gehen jetzt natürlich auf die UV-Liste und ihr könnt auch gerne reinschreiben, was soll ich bei den Icon-Swaps nehmen. Ich bin da noch sehr, sehr unschlüssig. Vielleicht das Moments-Pack, ich weiß nicht, ob man das nehmen soll. Oder vielleicht nur das Prime-Pack und dafür die Futter-Packs oder einfach auf die Futter-Packs scheißen und das Moments-Pack mitnehmen. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben, Freunde. Man muss sagen, aktuell UV läuft wirklich sehr, sehr krank. Wie viele UV-Verkäufe ich aktuell habe. Ich habe aktuell täglich bestimmt 150 bis 200 Verkäufe. Ich komme gar nicht zum Nachkaufen. Ihr seht das, wir haben schon wieder, wie viele Verkäufe hatten wir? 30, 31 sogar, ja, das ist unfassbar, ich komme gar nicht zum Kaufen hinterher. Viele, die im Stream auch dabei waren, die haben das gesehen, wir haben eine Runde angeboten, da waren schon wieder 7, 8 weg, also das ist wirklich unfassbar. Trapp könnte sogar ins TDW kommen, deswegen habe ich den auch ein paar Mal auf die Liste gepackt. Mahrez eigentlich auch interessante Karte, könnt ihr sogar, wenn ihr für 40k bekommt, eigentlich so viele mitnehmen, wie ihr wollt. Atal wird den schon ein bisschen nach oben treiben, bin ich mir sicher, Atal ist ja geleakt. Sehr, sehr krasse Werte als rechter Verteidiger. Pau Torres haben wir hier noch am Start. Alessandrini, Doku. Und ja, dann haben wir uns natürlich auch auf teurere Karten spezialisiert, wie ein Kanté. Sehr, sehr teuer. Kostet aber nur 52, 53k. Ist mit einer der billigsten 90er. Deswegen chillt er aktuell bei mir auf der Liste. Und für den Preis machst du wirklich gar nichts verkehrt. Und ihr seht das schon hier. Kanté für 57 weg. Neymar haben wir für 82 verkauft. Da haben wir erst 2 Stück verkauft. Die habe ich aber auch für 75 eingekauft.
Deswegen ist das auf jeden Fall in Ordnung. Kanté geht sehr, sehr gut. Also die typischen Goldkarten Salah und Mané für einen 40er immer eingekauft. Und ihr seht, 4-5k mehr. Und die laufen sehr, sehr gut, die beiden Boys von Liverpool. Und hier hinten haben wir noch einen Chiellini, den ich doppelt hatte, verkauft. Wir gehen die Liste durch. Ihr könnt auch gerne reinschreiben, Freunde. Wollt ihr immer, dass ich das immer ausführlich am Anfang sage, dass ihr jetzt die und die Infos verkaufen könnt? Aber ich denke, viele haben sich das gefordert, dass ich das bringen soll, Freunde. Wenn jetzt zum Beispiel ja ein Inform steigt, dass ich sage, jetzt könnt ihr den auscashen. Ich finde das schon eigentlich sinnvoll. Könnt ihr gerne eure Meinung zu schreiben, Freunde, wie ihr das findet. Ob ihr sagt, ja, zeigt das gerne oder zeigt das nicht. Und derzeit gehe ich kurz die Liste durch. Die könnt ihr immer pausieren, wenn ihr die Liste 1:1 so nachkaufen möchtet, Freunde. Ihr seht, Gnabry habe ich mir ein paar mitgenommen. Finde ich zu günstig, den Gnabry. Ist ja Länderspielpause und Deutschland spielt jetzt nicht gegen die Überteams. Also Gnabry könnte theoretisch ein paar Türchen machen. Vielleicht spielt Gnabry auch in einem Game ja Stürmer. Hat ja schon öfters auch bei Deutschland Stürmer gespielt. Ihr seht, Messi habe ich jetzt auch ein paar Mal mitgenommen. Ist noch nicht weggegangen, muss man sagen. Aber ist ja gar nicht schlimm. Spätestens Donnerstag werden die ganzen Karten eh wieder ansteigen und dann könnt ihr die eh verkaufen, ne? Also ihr seht, dass meine Liste ist wahrscheinlich so teuer wie gefühlt noch nie. Wir sind wahrscheinlich mittlerweile bei fast 5 Millionen von der UV-Liste und das ist schon wirklich eine Summe, die sehr, sehr krass ist, muss man sagen. Klar, so ein Messi, ein Neymar, die treiben das natürlich ein bisschen nach oben, das ist natürlich ganz klar, aber hier, so habt ihr meine UV-Liste gesehen, Freunde. Ja, das ist aktuell meine UV-Liste, womit ich gut Münzen machen muss sagen. Wir machen richtig gute Münzen aktuell. Wir stehen auch mittlerweile bei 64,2 Millionen Coins, Freunde. Also da macht ihr nichts verkehrt. Jetzt habe ich noch einen Trading-Tipp für euch am Start, wie ihr noch ein bisschen traden könnt, wenn ihr Low-Budget habt. Das wird auch der letzte Tipp des Videos sein, Freunde. Weil ihr wisst, hauptsächlich in letzter Zeit gibt es immer High-Budget. Aber auch der ein oder andere sagt, ah, Onkel, hast du mal noch einen Low-Budget-Tipp am Start? Habe ich natürlich auch für euch am Start. Bruno habe ich seinen Preis gecheckt, fand ich aber unsympathisch. Habe ich auch überlegt, ob ich auf die UV-Liste packe. Deswegen war der da noch da. Ihr guckt, ihr könnt hier jede, bei, man muss ja mit denen spielen hier. Und manche müssen die natürlich kaufen. Und ihr guckt hier jede Position nach. Ich zeige euch das jetzt an drei Positionen. Ihr seht zum Beispiel, Torhüter kostet 650 von der Liga. Den könnte man jetzt sogar mitnehmen. Den könntest du locker für 1k wegkriegen. Und so guckt ihr euch nach Deals um. Wir gucken jetzt mal. Ja, ihr seht das. Den könnte sogar ich eigentlich mitholen. Den ist mir halt jetzt zu wenig. Obwohl, eigentlich könnte man den echt mitnehmen und dann einfach für 1k reinstellen. Ja, 500 ist eigentlich auch schmackhaft. Ihr seht, und es kommen hier dauernd Deals rein. Komm, wir nehmen den mit und den auch. Ich stelle die einfach für 850 beide rein. Und so macht ihr das mit jeder Position, Freunde. Ihr geht Rechtsverteidiger, ihr geht wirklich jede Position durch. Ihr seht, jede Position ist eigentlich hier teuer. Könntest du auch mitnehmen hier. Den für 6,50, weil 8,50 kriegst du den auch weg. Also ihr könnt wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, ob jeder bei mindestens 600 ist. Wir gucken mal generell, was die Silberspieler aus der Liga kosten. Ob die generell bei 600 sind, weil die sind alle in der Nähe. Okay, anscheinend nur gewisse Positionen. Innenverteidiger ist jetzt nichts wert. Wir gucken mal linker Verteidiger noch. Aber so könnt ihr jede Position durchgehen. Wie gesagt, ich habe ja schon jetzt gesagt, Rechtsverteidiger und Torhüter, die waren schon unfassbar teuer. Okay, Linksverteidiger kostet auch ein bisschen was. Ja, ihr seht das hier, die kosten 500, 600 und hier hinten sind jetzt 2 für 300 und 350. Könnt ihr beide rauskaufen und für 300 mehr reinstellen, dann hättet ihr jetzt mit den beiden 600 Coins gewinnen. Mir ist das jetzt zu wenig, deswegen nehme ich die beiden jetzt nicht mit. Ich habe ja schon die 2 Torhüter mitgenommen, die ich draufstellen werde, wo mir eh schon, ja, für mich Platzverschwendung ist, aber ihr könnt die sehr, sehr gerne mitnehmen und so könnt ihr immer diese Karten rauskaufen, weil Leute für die Aufgaben diese Karten kaufen müssen und so könnt ihr noch sehr, sehr viele Coins nebenbei machen, Freunde, für die, die ja, das bis zum Ende geschaut haben. Haben jetzt hier nochmal den extra Tipp am Start. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Mit dem Trading-Video für heute. Wenn ja, würde ich mich wie immer über sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben freuen, Freunde. Wenn ihr neu hier wart, lasst auch sehr, sehr gerne ein Abo da. Ich denke, heute Abend 21 Uhr Stream. Kommt da sehr, sehr gerne vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.